Ja, und somit herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video hier auf dem Kanal. Heute schauen wir uns mal den Teaser-Trailer von Slitherhead an, einem Horrorspiel vom Silent Hill-Macher Kaichiro Toyama. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, der mit ein paar Branchenveteranen das neue Bokeh Game Studio in Tokio gegründet hat und mit diesem Spiel nun wieder in die Horrorszene mit einsteigen möchte. Soll sich da wohl um ein Action-Horror-Spiel handeln, das die beiden Elemente miteinander verbindet? Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Der Trailer ist zwar von 2021, seit daher gibt es eigentlich keinen neuen Trailer dazu und auch keinen Release-Termin. Aber ja, ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an und beurteilen es dann anhand von dem. Let's go! Bokeh Game Studio. Okay. Holy shit. What the fuck is happening? Boah. Slitherhead. Silent Hill soll ja auch eigentlich ziemlich gut sein, habe ich bisher noch nicht gespielt. Sollte ich vielleicht mal nachholen. Vor allem, wenn man das hier sieht. Das war es leider schon. Ziemlich kurz, aber sprachlos. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, japanische Horror-Games haben immer so ein bisschen einen eigenen Touch. Und sind ein bisschen sehr crazy, würde ich das mal nennen. Sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus für ein Horrorspiel. Und auch die Monster, die man jetzt da gesehen hat. Die Oma am Schluss war am besten, finde ich. ich bin gespannt darauf. Leider kann man jetzt hier nicht allzu viel daraus schließen, wie das Ganze aussehen soll oder funktionieren wird. Aber ich behalte das sicherlich im Hinterkopf. Und schaue mir das Ganze an, wenn wieder was Neues dazukommt. Oder das Spiel veröffentlicht wird. Sah zumindest ziemlich nice aus. Von der Grafik her, wenn das die echte Grafik ist. Und auch ziemlich blutig. Und messy. Und ja. Love it. Finde ich gut. Ja, mehr kann ich nicht dazu sagen. Tut mir leid, aber ich werde alles unten in der Videobeschreibung verlinken. Dann könnt ihr euch selber das Ganze noch ein bisschen anschauen und mehr ins Detail gehen. Ja, das war's dann auch schon von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem kleinen Video. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Tschüss.